Was geht ab, meine lieben Freunde? C2MX Kriegs am Start und heute habe ich mal wieder ein neues Glitch-Video für euch mitgebracht. Und zwar könnt ihr mit diesem Glitch mehrfach eure Pegasus-Fahrzeuge bestellen und die auch alle gleichzeitig benutzen. Als CEO könnt ihr normalerweise nur ein VIP-Fahrzeug gleichzeitig bestellen. Und das Gute an diesem Glitch ist, dass ihr euch mehrere Fahrzeuge bestellen könnt und somit eine Armee von Fahrzeugen zusammenbauen könnt. Für diesen Glitch müsst ihr als CEO registriert sein und ein Kollege von euch muss euer Leibwächter sein. Habt ihr diese Voraussetzung, geht ihr in euer Interaktionsmenü zu den Securo-Surf-Fahrzeugen und bestellt euch zum Beispiel die Limousine mit Bordgeschütz. Dieses Fahrzeug wird dann in eurer Nähe gespawnt und diesen Glitch solltet ihr am besten direkt neben eurem CEO-Gebäude machen, denn ihr müsst die ganze Zeit rein und raus aus dem Gebäude. Wenn das Fahrzeug gespawnt ist, muss euer Kollege, der euer Mitarbeiter ist, in dieses Fahrzeug einsteigen und erstmal sitzen bleiben. Sitzt euer Kollege jetzt im Fahrzeug, geht ihr in euer CEO-Gebäude rein und spricht direkt mit eurer Assistentin. Bei ihr fordert ihr einfach eine neue Limousine mit Bordgeschütz an. Anschließend werdet ihr direkt wieder aus eurem Gebäude rausbegleitet und draußen steht eine zweite Limousine mit Bordgeschütz. Diesen Glitch könnt ihr mit allen Fahrzeugen machen, die ihr bei eurer Assistentin bestellen könnt. Und das Gute an diesem Glitch ist, ihr könnt alle Fahrzeuge gleichzeitig benutzen. Es ist nicht so, dass das eine Fahrzeug zwar noch draußen steht, aber einfach verschlossen ist, sondern ihr könnt wirklich alle Fahrzeuge im selben Moment benutzen. Und wenn ihr jetzt noch ein drittes Fahrzeug bestellen wollt, muss euer Kollege in das zweite von euch bestellte Fahrzeug einsteigen und dort sitzen bleiben. In dem Moment, wo euer Kollege in dem Auto drinne sitzt, geht ihr wieder in euer CEO-Gebäude rein, geht zu eurer Assistentin und bestellt euch einfach erneut die Limousine mit Bordgeschütz oder irgendein anderes Fahrzeug. Jetzt stehen drei Fahrzeuge vor eurer Haustür und ihr könnt tatsächlich alle drei gleichzeitig benutzen. Und wenn ihr mehr Fahrzeuge bestellen wollt, braucht ihr ein paar mehr Kumpels, damit die immer in den Autos sitzen bleiben, damit diese nicht verschwinden. Und hier zeige ich euch nochmal, dass es tatsächlich machbar ist, in alle drei Fahrzeuge einzusteigen. Und so könnt ihr euch jetzt mehrere Fahrzeuge duplizieren und dann mit einer Gang von Soldaten Los Santos platt machen. So, und das war's auch schon mit dem Glitch und ich möchte euch nochmal auf meine Unlock Alls aufmerksam machen. Ich biete diese immer noch an und alle genaueren Details findet ihr bei Facebook oder bei Kick, wenn ihr mich privat anschreibt. Und das soll's auch schon wieder mit dem Video gewesen sein, meine Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und checkt meine Facebook-Seite ab. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.